Der Bratan Truffy hatte gefragt gehabt, was ich zu dem Video halte, beziehungsweise ob ich das Video gesehen habe, was Kolle gestern ausgestrahlt hat, zu den Biting-Vorwürfen und was ich dazu sage. Also das, was mich an der ganzen Sache enttäuscht, ist eben die Tatsache, dass nicht, dass Kolle sich bedient hat. Das wäre für mich gar nicht so schlimm gewesen. Das ist, wie gesagt, das ist wie mit Bushido, dass Bushido irgendwie seine Texte nicht selber schreibt. Mein Gott, Alter, ist mir egal. Er hat trotzdem eine Legacy. Bei Kolle ist es nicht ganz so schlimm. Er hat sich lediglich inspirieren lassen, bedient, hat sich ausgetauscht, wie auch immer. Aber das, was ich halt super schade finde, nach wie vor, ist, dass er die Künstler, die er ja, einbezogen hat oder an denen er sich hat inspirieren lassen oder denen er sich bedient hat, er hat sie nie erwähnt. Oder erst angefangen zu erwähnen, nachdem dieser ganze Shitstorm losgerollt ist. Und das ist das, was ich so mega schade finde. Schaut mal, normalerweise hätte es ja gereicht, wenn er zwischendurch ein paar Shoutouts gegeben hätte. Vielleicht mal auf irgendeinem Track mal ein paar Props rausgehauen hätte und gesagt hätte, hey, Grüße gehen raus an den und den. Oder wenigstens irgendwie bei den Credits erwähnen oder wie auch immer, in irgendeiner Art und Weise das Ganze irgendwie, ja, wenigstens respektieren. Naja, wenigstens die Arbeit der Künstler, die sich da, auch wenn es ein Hobbyforum ist, die sich da irgendwie reingehängt haben in das Ganze. Und das, was ich halt wirklich traurig finde, ist, dass die meisten großen Social Media Riesen oder Künstler, wie auch immer, erst anfangen zurückzurudern, wenn sie ertappt worden sind. Sei es ein Marvin California, sei es ein Ron Bilecki, Monte, der Klassiker, oder Kolle. Immer wenn sie irgendwas falsch machen oder irgendwie irgendwas ins Licht kommt, dann fangen sie erst an, sich zu entschuldigen. Und das finde ich ein bisschen schade, Alter. Das ist so ein schlechter Wert, der uns da vermittelt wird oder der den Leuten da vermittelt wird, weil, Freunde, das ist ja keine Kunst, sich zu entschuldigen, wenn plötzlich dein Geschäft in Gefahr ist. Ja? Das ist ja der Lebensunterhalt von den ganzen großen Leuten. Und jetzt ist das so, du wirst erwischt, irgendwas läuft schief oder du benimmst dich daneben oder wie auch immer. Irgendein Scam passiert wieder mal. Und jetzt sagt deine Community, ey, das kann doch nicht sein. Und bah, die werden wütend und die fordern eine Entschuldigung. Oder ein Statement, irgendwas. So, dann kommen die großen Influencer und sagen, oh, es tut uns leid. Wir haben euch natürlich trotzdem lieb und das kommt nie wieder vor. Bla bla bla. Irgendwie so dieses Ding. Und das war's. Und ich frage mich dann immer so, hä? Aber du hast doch dieses Statement jetzt nur gemacht, nicht weil du es wolltest, weil du ein schlechtes Gewissen hattest, sondern weil du dein Geschäft retten wolltest. Oder sehe ich das falsch? Das heißt, deine Community hat im Prinzip in diesem Moment eine Entschuldigung von dir gefordert. Und du hast es nur gemacht, weil deine Community es will. Nicht weil du dachtest, du hast einen Fehler gemacht. Und das lässt sich auch ganz einfach aufs Leben übertragen. So sehe ich das. Du entschuldigst dich von dir aus und zwar von Herzen, weil du wirklich das Gefühl hast, dass du was falsch gemacht hast. Und nicht erst, nachdem du dazu aufgefordert wirst, um irgendwie deinen Hals zu retten. Außer es geht um eure Frauenfreunde, müsst ihr natürlich aufpassen. Ich kenne das Ganze. Aber das ist so das Einzige, was mich richtig traurig gemacht hat bei Kolle. Wo ich dachte so, Mann, scheißegal, hätte er von Anfang an gesagt, komm, ich habe da jetzt ein paar Lines mit benutzt, alles klar, kein Problem, ist ja ganz normal. Gerade bei Features, man sitzt in der Booth, man tauscht sich ein bisschen aus, man hilft sich, die Lines zu vervollständigen, ist doch alles voll in Ordnung. Aber ich meine, haben wir schon ausdiskutiert, haben wir schon thematisiert, es gibt 5000 Videos darüber im Internet. Aber jetzt wollte ich das nur nochmal loswerden und wir haben in unserem letzten Video, da geht es um die Meinung zum Album, haben wir ein paar richtig coole Kommentare dazu bekommen und ich würde mal gerne so zwei Stück vorlesen. Da geht es eben auch um die Biting-Vorwürfe zu oder über Kollega. Und zwar der Pete Verboom
Viele alte Kollegah-Fans haten ihn wegen geklauten Lines etc. Schade, wie sie die gesamte Fanbase langsam zerstören. Ist in dieser Form sicher nicht berechtigt wegen paar geklauten Lines. Das vermischt sich mit Grundhate und Missgunst. Kollegah ist sicher kein schlechter Kerl. Ich hoffe, dass noch Fans bleiben, die das ähnlich sehen und Kollegah nicht nur als Rapper, sondern auch als Person zu schätzen wissen. Peace. Krasser Kommentar, Bro. Vielen, vielen Dank für diesen heftigen Kommentar. Kolle ist und wird der fucking Boss bleiben. So, das ist... Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihm alles verzeihe, aber das ist wirklich kein Grund, um in irgendeiner Art und Weise in Grund und Boden zu haten. Das hat der Bratan richtig schön gesagt. So, und der nächste war von... Slim Shady. Niemand hätte diese Lines so performen können wie er. Und das ist es. Schaut mal. Da kommt ein Kollege. Und ich meine, das sind ja auch teilweise keine fertigen Texte gewesen, sondern wirklich nur Punchlines. Und da kommt ein Kollege, der hat meiner Meinung nach den schönsten Double Time in Deutschland. Ja. Und bringt das teilweise auf Double Time Niveau auf den Beat. Und jetzt frage ich mich, ist das wirklich so schlimm, dass er das einfach, dass er so eine normale Line nimmt und so geil verpackt? Das Einzige, was jetzt halt gefehlt hätte, wären diese Shoutouts gewesen. Aber das wäre einfach, also ich meine, das wäre das perfekte Ganze. Aber außer ihm hätte niemand diese Lines so verewigen können wie er. Auf jeden Fall, das Ding geht noch weiter. Selbst wenn man alle Vergleiche wegnimmt, ist er immer noch der Rapper mit der besten Reimtechnik. Mir ist diese ganze Diskussion wirklich herzlich egal. Darüber kann man denken, was man will. Selbst wenn alle Lines geklaut werden, muss man gute Musik daraus machen. Und das hat er. Ah, so auf den Kopf getroffen. Da ist für mich auch der Unterschied zwischen Lines klauen und Ghostwriting. Jeder kann enttäuscht sein, wie er will. Kann ich verstehen. Aber ich bin es nicht. PS, du machst gute Musik. Einfach alles ergänzt, Bro. Das ist es. Wichtig ist, was du draus machst. Und ich meine, hey, mein Lieblingsalbum kennt ihr ja. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Lines sich jetzt explizit handelt, aber Freunde, wenn es irgendjemanden gibt, der einen besseren Track aus diesen Lines hätte machen können, dann wäre das legitim gewesen. Ich denke, Kolle hat das Maximum rausgeholt. Wäre fair von ihm, wenn er natürlich die Künstler an irgendeiner Art und Weise beteiligen würde, wäre natürlich mehr als angemessen, aber das geht uns nichts an, Freunde. Von daher, also das ist so meine Meinung, da sind auch so zwei Kommentare, die ich jetzt noch im Kopf hatte zu der ganzen Thematik. Und ich denke, nichtsdestotrotz, das wird den Boss nicht erschüttern. Und ich denke, das wird auch an seiner Legacy nichts ändern. Scheißegal, ich hoffe, er macht weiterhin Musik. Ich hoffe, nicht in so einer krassen Frequenz wie im Moment. Und ich hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre was von ihm haben werden.